Hallo, ihr Quirlinge. Weiter geht's auf zum letzten Teil dieser Angespielt-Playlist von Black Geyser Couriers of Darkness. Ich habe lange überlegt, was ich machen will. Naja, eigentlich gar nicht lange, denn ich bin zu neugierig, was in den Grüften ist. Die werden wir uns mal von innen anschauen. Und vorher würde ich aber gern dem Kollegen Hamlin, denn ich befürchte, dass wir in irgendeiner Gruft schon auf irgendwas stoßen werden, was uns anfaucht, dass wir ihm vorher eben mal einen Bogen geben, denn darauf habe ich ihn ja geskillt. Es ist die Frage, wo wir was finden. Ich denke ja, die Marktstraße sollte prädestiniert dafür sein, dass wir dort auch einen Waffenhändler finden, der uns einen stinknormalen Bogen und vielleicht noch einige Pfeile für ein paar wenige Goldmünzen aushändigt. So. Belunds Waren. Stoffe eher nicht. Kuriositäten auch nicht. Gavin der Gute und da. Tollbarts Amboss. Na gut, eigentlich brauchen wir einen Bogner. Wir gehen mal nach Belunds Waren, was um die Ecke ist. I'll do it. Hamlin hat auch schon wieder Gesprächsbedarf, aber irgendwie. Hab jetzt keine Lust. Das sah vom Schild draußen aus wie ein Laden für Lebensmittel. Can I help you? Ja. Was hast du denn? Du hast Pfeile. Ah, ein pfeifender Abgesandter. Kostet 339. Könnten wir uns leisten. Verborgener Dolch. Wir nehmen uns diesen Bogen und noch ein paar Pfeile. Menge 30, 60. So, Dankeschön. Den guten Bogen, ich glaube, der ist besser als der, den Dringil gerade hat. Ahorn Kurzbogen. Gewicht ist stärker, Grundpreis ist deutlich höher. Angriffszeit ist ein bisschen länger. Reichweite ist dafür höher. Crit-Chance ist höher. Ziel und Genauigkeit plus 15. Ja, den trinke ich natürlich selber. Aber sein Ahornbogen kann dann zu Hamlin. Der endlich ein Waffenset hat, mit dem er auch umgehen kann. Er braucht ein paar Pfeile. Ja. Ja, das reicht. What is your wish? So, du bist Level 5, yeah. Dringil ist Level 4 erst. Aha, ist auch interessant. Wie ist es denn bei euch mit den Kampfwerten? Wo sehen wir die überhaupt? Hier, Charakterbogen. Kampf, Offensiv, Ziel und Genauigkeit, 79%. A beer would be nice. Thank you. Da ist Hamlin immer noch hinten dran. Wahrscheinlich, weil die Stats bei ihm. It's nice to be needed. Da anders. I'm ready. Ja, hier Konzentration, glaube ich. Verbessert Ziel und Genauigkeit, genau. Und das kann Dringil besser als Hamlin. Gut. So. Ja. Yeah. Ich weiß, dass ich mit dem Händler handeln und reden könnte. Wahrscheinlich käme da noch irgendwas bei raus. I'll do it. Aber wir wollen mal ein bisschen noch die Grüfte plündern. Wenn möglich, vielleicht finden wir ja auch einen Blutschaumstein für die Hexe. Ja, dann gehen wir mal. Es ist Abend jetzt, es trifft sich gut. Der Friedhof hat nur einen Ausgang, ne, nach oben. Da, genau, der ist auch bewacht. Naja, wir gehen da einfach mal rein. I'll do it. So. So mit Blumen als Grabschmuck haben die es ja nicht so. Das ist einfach so eine Steinplatte, sieht aus wie alles zu betoniert. Das sind komische Grabsitten. Da hier noch Friedhofsbesucher unterwegs sind, würden wir mit den oberen Grüften hier mal nicht anfangen. Da ist auch noch welche. Leute, geht nach Hause! Echt. Selbst die hier hinten. Ey, du Zwerg. Can I help you? Ihr seid ja ganz schön lebhaft. Ah, wir können ihn nach Dingen fragen.
Ich versuche herauszufinden, was mit Lord Aspen passiert ist. Habt ihr von ihm gehört? Listen von solchen Leuten gibt es in der Halle der Schrift. Ihr könnt es ja dort versuchen. Natürlich nur, wenn sie euch reinlassen, diese vornehmen Bastarde. Na, du bist keine große Hilfe. Also, ich lasse mal alle rollenspielerische Vorsicht fahren und versuche mal hier reinzugehen, auch wenn dieser Typ da jetzt gerade daneben steht, was Trinkel normalerweise so nicht machen würde, aber er hält uns ja nicht auf. Das ist die Gruft. Oh, guck mal, Trinkels Bogen ist irgendwie sogar magisch, der funkelt. I'll do it. Aber in dieser Gruft ist ja gar nichts zu tun. I'll do it. Ist ja immer so auch eine Frage. In dem Spiel würde ich es ja sogar zutrauen, dass man irgendwo ist und nichts tun kann, weil kein Held dabei ist, der über ein bestimmtes Talent verfügt, mit dem man hier etwas tun könnte. Das kann so sein. Ob so ist, weiß ich nicht. Ist eine reine Vermutung. Ich wäre nicht überrascht, wenn es so wäre. Jetzt kann man hier mehr alle Vasen durch in den Grüften. Hm. Ja, ja, ja. Ist gar nichts drin. Ich brauche einen Zomboiden. Ja. Blutschaumstein. Ich fürchte, hier gibt's keine Zombies. Alles zu aufgeräumt in der Hauptstadt. Hier gibt's irgend so ein Vieh. Was Seuchenpfeil. Diese widerlichen Insekten, die man alle zerreiben kann, um daraus irgendwelche Pasten zu alchimieren. Es ist ekelhaft. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Vor allen Dingen Seuchenpfeil und Aschenzeck und so ein Kram. Bäh. Hier ist gar nichts. I'll do it. Also, ich fürchte, um hier Zomboiden-Schaumsteine zu kriegen, müssen wir wirklich irgendwo außerhalb auf Untote stoßen. Denn auch hier ist nichts. Schade. Vielleicht würden wir irgendwann eine Quest kriegen, die irgendwas da drin macht oder uns machen lässt. I'll do it. Im Augenblick, denke ich, aber werden wir uns mal mit dem Zwergen beschäftigen, der uns angeblich einen Siegelring machen kann. Und während die Helden so auf dem Weg sind, von einem Stadtviertel zum nächsten, wird mal Hamlin angesprochen, weil der will ja unbedingt widersprechen. Uck, ich kann es nicht glauben. Also, wofür braucht ihr dieses Gemälde wirklich? Es macht mich wahnsinnig, nur darüber nachzudenken. Dieses Gemälde war meine Eintrittskarte zur Diebesgilde von Iselbright, auch bekannt als die Gilde der Diebe. Das Halsabschneiderhaus oder die Räuberrunde. Ich sollte ihnen das Bild abliefern und dafür eine vollwertige Mitgliedschaft und einen schönen Haufen Münzen bekommen. Uck, sag ich nur. Okay. Yes. I'm listening. What is your wish? Ja, ihn wegzuschicken macht gerade keinen Sinn, wo wir ihn bewaffnet haben, ha? Also, yeah. Diebesgilde, alles klar. Es gibt auch eine Diebesgilde. Wherever I'm needed. Jetzt gehen wir zur Marktstraße, gucken uns mal an, ob dieser Amboss-Typ noch da ist. Alles klar. Was ist das hier eigentlich? Das I'll sieht so grün aus. Irgendwie ein Ehrenmonument oder dergleichen vielleicht. Da schweben auch Kristalle über diesen, was aussieht wie Kohlebecken. Das sind keine Fliegenkristalle drüber. Irgendwas Magisches. Vielleicht hat das auch eine Bedeutung. Aber im Augenblick möchte ich sprechen mit dem Kollegen vom Amboss. Der ist dort, Tollbarts Amboss. Hallo Tollbart. Ja. Das ist ein Tollbart. Ho Abenteurer, ich bin Tollbart. Ja.
Abenteurer, ich bin kein Abenteurer. Ihr solltet mich als Lord Espen ansprechen. Ich sage, was ich sage. Ihr braucht nicht beleidigt zu sein, euer Gnaden. Also, was darf sein? Ich hörte, wenn es um einen Siegelring geht, dann wärt ihr der richtige Schmied. Das ist eigentlich eher so ein Waffen- und Rüstungsschmied, wie es hier aussieht. Dass der Ringer macht, das ist eigentlich Quatsch. Ei, was braucht er denn? Ich bin Nachfahre des Hauses Espen, daher brauche ich einen Ring mit meinem Familienwappen. Das kenne ich. Das wird etwas dauern. Kommt bald vorbei, dann werde ich ihn für euch fertig haben. Oh, und falls ihr es noch nicht probiert habt, dann empfehle ich euch einen Besuch im gaunerischen Schacherer, während ihr wartet. Ein Besuch im gaunerischen Schacherer. Wie sieht's denn hier oben bei dir aus? Wie wohnen Zwerge so? Gar nicht, das hier ist sein Lager. Eine zweite Tür. Ah, das ist seine Werkstatt. Hier macht er einen Ring, alles klar. Das ist ein Waffen- und Rüstungsschmied. Wir hätten eigentlich einen Goldschmied finden müssen. Oder? Ich glaube schon. Wer weiß, was der für einen Ring macht? So groß wie ein Wagenrad. Egal. Tempel des Alnarios. Wir sollen zum gaunerischen Schacherer. Ah, wir gehen mal kurz rein. Wobei, da waren wir doch schon. Ja, wir gehen mal in den Tempel. I'll do it. Es steht immer da, Hamlin will mit mir reden, aber ich habe doch jetzt wirklich, was soll ich denn machen hier? Das Einzige, was ich mit ihm noch sagen kann, sprechen kann, ist, dass ich mich von ihm trenne. Das will ich aber nicht. Oder gibt es hier noch neue Geschichten? Nö. Also, das können wir ignorieren. Es gibt nichts, was Hamlin mit uns besprechen möchte, was nicht darin mündet, dass wir ihn aus der Gruppe schmeißen. Wie sieht es hier im Tempel von Alnarios aus? Das scheint eine sehr wichtige Gottheit zu sein. Ja, also an Kubikmetern umbautem Raum geizt dieser Tempel nicht. Bruder Wembley. Akolyt Brebius, Priesterin Genevieve und Hohepriester von Alnarios. Das ist so die Tempelbibliothek hier. Und auf der anderen Seite Bruder Agilus. Es sind gar keine Bürger da. Es kann aber auch an der Uhrzeit liegen. Can I help you? Mhm. Grüße, mein Herr. Seid hierher gekommen, um unseren prächtigen Tempel zu bewundern? Ihr könnt gerne an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich frage mich, ob ihr helfen möchtet, die Sicherheit von Jerengal zu wahren, wie Alnarios und Tilindia sie erschaffen haben. Die Aufgabe erfordert einen kräftigen Abenteurer, wie ihr es seid. Aha, er hat eine Quest für uns. Na dann. Warum ist die Sicherheit von Jerengal gefährdet? Ein düsterer Schatten legt sich auf viele Regionen Jerengals, einschließlich unseres bescheidenen Königreichs. Unnatürliche Kreaturen erscheinen immer häufiger und bedrohen die Schöpfungen von Alnarios und Tilindia. Jeder, der dem Guten dient, muss seinen Teil dazu beitragen, das Land vor der Bedrohung zu verteidigen. Dazu gehört hoffentlich auch ihr. Wozu braucht ihr so fähige Leute? Zum Kampf. Denn Gewalt wird mit Sicherheit im Spiel sein. Die Gefahr, von der ich spreche, stellen die Untoten, haha, dar. Zahlreich sind sie nach Norden gewandert, in Richtung Iselbright, aus den schreienden Grabhügeln. Wenn man die schon so nennt, muss man sich auch nicht wundern, dass dort Bestattete sich aus selbigen erheben. Sie machen Jagd auf Händler und Reisende, plündern unsere Wälder und Felder. Sie sind einfach eine Plage für das Land. Wir brauchen Helden, die uns von diesem Übel befreien. Natürlich wird auch die Kirche gebraucht, um diese Bemühungen anzuleiten und zu organisieren. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Und lass mich raten, die Unkosten für Anleitung und Organisation sind natürlich viel, viel höher als die Unkosten des tatsächlichen Kampfes, gell? Da würdest du mir doch bestimmt zustimmen.
Nun gut, das klingt nach einem ernsthaften Problem. In Ordnung, ich werde tun, was ich kann. Wunderbar, gesegnet seien die Gerechten. Berichten zufolge nähert sich eine weitere Horde dieser Abscheulichkeiten der Stadt von Südwesten entlang der Handelsstraße. Stellte sicher, dass ihr jeden Einzelnen beseitigt. Gong. Ja, dann krieg ich ja doch noch meine Untoten. Und werde nunmehr Jagd auf selbige machen. Dazu müssen wir irgendwo an einen Wegpunkt. I'll do it. Also offenbar an der Handelsstraße von den schreienden Grabhügeln kommend. Ich nehme an, dass wir auf der Händlerstraße schon jemanden finden, der schon vor einiger Zeit verstorben war, aber sich nicht in seinem Grab halten lässt. Queerplay-Wetter vom Feinsten. Ist der eine Händler noch da? Der war doch hier irgendwo, oder wo war der? Der war hier meiner Ansicht nach. Na, mal gucken, ob hier überhaupt irgendwo Untote sind. Oder ob es allgemein irgendeine Art von Respawn gibt. Wir hatten hier ja erst mit Wölfen zu tun. Das hier sind normale Waldspinnen. Ich glaube, die tun uns nicht wirklich was. Oh, was bist du für einer? Du bist ein infizierter Untoter. Kategorie belebte Untote. Unverletzt. Rasse Ghoul. Bäh. Let's dance. Jawohl. Achso, warte mal. Du bist ja in deinem Schleuderwaffenset. Wir haben also jetzt nur einen Nahkämpfer und oh, das ist aber ein dicker. Streuende Ghule sind Rasse Hügelriesen, bitte was? Naja, jedenfalls, wir haben drei Fernkämpfer und Helgenhaar. Helgenhaar, der Helgenhaft hier den tankt. Und ich finde, wir machen das jetzt hier sehr viel besser mit unserer Artillerie. Ja. Gib mir einen Blutschaumstein. Was ist denn das? Ein verzaubertes Medaillon. Ein Questgegenstand sogar. Okay, die Quest haben wir gar nicht. Ghoulknochen. Schockflügel ist ein Insekt. Wir haben hier leider keinen Blutschaumstein. Aber Dringil interessiert sich dafür, was das für ein Medaillon war. Wo ist das jetzt? Es ist weg. I'm listening. I'm always ready. Da ist es nicht richtig. Nein, da ist es auch nicht. Aha. Ich würde behaupten, das Medaillon ist weg. Frag mich nicht warum, aber ich finde es gerade nicht wieder. Na ja, gut. Ach nee. Ja. Keine Kommentare bitte. Manchmal sind die Spielegötter einfach gegen mich. So, nächste Suche nach dem Medaillon. Da unten ist das Quest-Inventar, genau. Gong. Oder vielmehr Bling. Nachdem das ganze zerfallende Material entfernt wurde, also die Reste des Ghouls, entpuppte sich dieser Gegenstand als ein magischer Anhänger an einem einfachen Leberband. Jetzt geht's aber echt los heute. Er wurde von seinem Träger mit Sicherheit sehr geschätzt, bis er sich in eine grässliche Abscheulichkeit verwandelte. Er erzeugt in der Hand ein leichtes Kribbeln sowie sichtbare Lichtimpulse. Heißt jetzt was? Es ist magisch. Kribbeln und Lichtimpulse. Wenn wir nicht genau wissen, was es ist, würde es Dingy wahrscheinlich nicht anlegen. It's nice to I'll go wherever I'm needed. It's nice to harvest blood foam stone oder so ähnlich. Aha. You've got this coming. Ja. Go ahead. Helgenhaar. Das läuft gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Of course. Das läuft überhaupt nicht. Ihr seid ja total langsam.
But you need even the mightiest fool. Das sind Untote. Man würde behaupten, die sind vielleicht. It's nice to be on my way. Okay, also den kriegen wir ja irgendwie hin. Again. Whatever you say. Taste steel. Kommt schon. So. Haben ja wieder kräftig hingehalten. That seems like the place to be. So. Was war das? Irgendein Geräusch? Ah ja. Genau wie einzelne Charaktere der Gruppe kann auch die gesamte Gruppe im Level aufsteigen. Oh, das habe ich nicht gewusst. Eine eng verbundene Gruppe von Abenteurern, die immer mehr zusammenwachsen, führt zu einem hohen Zusammenhaltswert. Mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe zu spielen, deren Mitglieder häufig wechseln, erhöht den Vielfaltswert. Du kannst den Gruppenlevel-Bildschirm ansehen, indem du den Gruppenbogen öffnest. Der erste Reiter auf dem Gruppenbogen ist das Gruppenlevel, völlig richtig. Immer, wenn deine Gruppe im Level aufsteigt, kannst du zwei Gruppenvorteile wählen. Einen aus dem Bereich Zusammenhalt und einen aus dem Bereich Vielfalt. Je nach deinen Zusammenhalts- und Vielfaltswerten werden einige oder alle dieser Vorteile für deine Gruppe aktiviert. Mit der Schaltfläche Plus rechts neben dem gewünschten Vorteil fügst du ihn hinzu. Und das ist ja eine ganz interessante Mechanik, die kennen wir ja bisher noch gar nicht. Also ich habe zumindest bisher nichts gespielt, was so etwas hat. Also Zusammenhalt, ja. Da haben wir den ersten Level erreicht, Vielfalt noch nicht. Und der Ring ist offenbar fertig. Wir hätten hier jetzt zum Beispiel... Erstes, freudige Zusammenarbeit. Gruppenlieder erhalten für jedes andere Mitglied, das dasselbe Ziel angreift, einen Bonus auf die kritische Trefferchance. Okay. Kampfgefährten, alle Mitglieder erhalten während einer Ruhepause plus 3 zu ihrem Gesundheitserhöhung. Okay. Vertrauen, die Wirkungsdauer von Kontrolle. Aha. Wachwechsel verringert die Chance, dass die Gruppe bei einer Ruhepause überfallen wird um 50%. Geteilte Last. Maximal Tragegewicht. Oh, wir haben Tragegewicht. Das habe ich schon wieder vergessen. Und hier Vielfalt. Anpassen und überwinden. Jedes Gruppenmitglied verursacht 5% mehr Schaden gegen Ziele, deren prozentuale Gesundheit unter ihrer liegt. Aha. Lagerfeuergeschichten. Alle Gruppenmitglieder erhalten einen Tag lang nach einer Ruhepause plus 10 auf Lernen und Forschen. Jeder für sich, die Wirkungsdauer von einschränkenden Statuseffekten ist kürzer. Einfallsreiche Taktiken. Alle Angriffe durch Gruppenmitglieder erhalten plus 3 Statuschance und Handwerkszeug. Gruppenmitglieder, die eine Waffe aus einer anderen Kategorie als die Waffe aller anderen Gruppenmitglieder tragen, Heldenhaar, erhalten eine plus 5 Chance auf saubere Treffer für alle Angriffe. Ich nehme das und ich nehme... das. Kampfgefährten und Handwerkszeug. So. Gibt es denn hier einen Blutschaumstein? Nein. Gibt es nicht. Nur Ghoulknochen. Ich nehme irgendwie nichts hier. Ich bin darauf geeicht, dass es irgendein Spiel gibt, wo ich unten drauf klicke, Baldur's Gate. Und die Dinge werden einfach genommen, aber das ist hier nicht der Fall. Ja. I'll go wherever I'm needed. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Ach so, die Quest, dass wir hier irgendwelche Untote... wo das? Nee. Hier. Wahrscheinlich ist es nicht nur die Händlerstraße, die wir von Untoten befreien müssen, sondern wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Aber das sehen wir gleich. Wir laufen noch ein bisschen durch die Pampa. Ich glaube aber fast, dass die Untoten sich alle auf der Straße befinden und nicht hier. Im Grün. I'll do it.
Das ist wie gedacht. Dann, ach, wir gehen mal noch zu den schreienden Grabhügeln. Aber ich möchte vorher einen Rast einlegen im Regen. Lasst euch gerne überfallen. Oh, Moment mal. What do you need? Wieso kommst du nicht mit, Hase? Habe ich dich nicht mit angeklickt? Oder war es die kurzen Zwergenbeine? Schlaft! Ja, es ist Dauerregen. That seems like the place to be. Naja. Wir gehen zu den schreienden Grabhügeln und schreien zurück. Die sind ja gar nicht mehr so weit. Naja, theoretisch. Ohohoho. Ein Gulente. Let's dance. Kein Problem. I'm listening. Ah, das scheint hier aber... Ach, das ist der gewundene Bach. Ah, das könnte eine Karte sein, dass wir hier irgendwie unterwegs aufgehalten worden sind. Das ist nicht unser Ziel, meiner Ansicht nach. I'll do it. Es könnte natürlich hier trotzdem irgendwas geben. Kräuter. Ist ja wie entlang der Rakula. Oh, dass ich mich daran gerade erinnere. Wer von euch weiß, was entlang der Rakula bedeutet und warum ich jetzt hier auf diese Assoziation komme, ha? Bin mal gespannt. Also ja, wie gesagt, wir sind hier genau zwischen den beiden. Wir müssen noch weiter. Hello. Da sind wir wahrscheinlich im Zielgebiet, weil... Das war ja sehr verpilzt auf der Überland- und Reisekarte und das sieht hier sehr pilzig aus. Da ist Arnulf, der sich auch Gedanken macht und uns anspricht. Ho, Grüße! Ihr seid auf einen unglücklichen Händler in größter Not gestoßen. Oh, also, mal ehrlich. Ein Händler, der das Gespräch so eröffnet, will uns entweder übers Ohr hauen oder er ist ein ganz mieser Händler. Nun denn, er fährt fort. Ich bin vor kurzem von Iselbright hierher gekommen und habe für die guten Leute von Dalkivar und Fasithain Ausrüstung transportiert. Aber diese Straße, es genügt zu sagen, dass sich das Umfeld etwas verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich mich mit Kämpfen auskenne, aber ich sehe keine Möglichkeit, mich durch dieses grauenhafte Chaos zu kämpfen. Spinnen und Würmer sind in Ordnung, aber die Untoten sind zu viel für mich. Ich kann meine Reise nicht fortsetzen, solange einer dieser fauligen Kadaver herumwatschelt. Wärt ihr so lieb und würdet das Gebiet für mich säubern? Nur diesen Teil des königlichen Landes? Eure Hilfe wird nicht unbelohnt bleiben. Eine neue Quest, den Weg freiräumen. Handelst du auch mit uns? Du bist Händler. Yes. Naja, vielleicht macht er das anschließend, aber zumindest nicht jetzt. Also dann, das hier ist die Karte der schreienden Grabhügel. I'll do it. Die wir zu einer sehr passenden Uhrzeit besuchen. Sieht aus wie in Caracas. Oh, was wissen du? Egal. Es ist stockfinster. Let's dance. Jawohl. Der kriegt gleich seine Packung. Ich mache mir nur Sorgen um die Steine von Bialas Schleuder. Denn da haben wir nicht so viel. Das war alles? Hm. Ja? Time to problem solve. I'm listening. Auge des Sporenschrecks. Braueigenschaft schützend. Also, upsala, meiner Ansicht... Naja, ja, schließen. Meiner It's Ansicht nice nach... I'll go wherever I'm needed. Eine Speischlange. You've got this coming.
Die spalten die wieder. Oh, die macht so Giftfächer. Schlimm. Kann man da was looten? Nee, kann man nicht. Also, angeblich ist der Weg jetzt frei. War doch gar nicht so schlimm. Was hast denn du? Hello. Hey, ihr da! Was so? Nee, immer noch nicht. Das war wohl nur eine Gruppe von mehreren, die wir aufstöbern müssen. Oh, ein Skelettierter. Ein Skeletthauptmann, das klingt nicht gut. Ist aber kein Problem. 22 Gold. Auch fiese Pilze gibt's hier. Geisterkappe. Of course. Was ist denn das für ein dicker Käfer? Ein Stechkäfer! Here we go again. Ah, Fernkampf ist schon sehr mächtig. Oh, und du bist es auch? Ein Ghoul-Koloss! Auf ihn! Helgenhaar, schnapp ihn dir! Jawohl! Why not? You've got this coming! Gut. Blutschaumstein. Oh, das sieht. Ah ja! Hahaha! Gong! Ein sonderbares Stück Stein, das durch mächtige Nekromantie aus dem Blut eines tapferen Soldaten geformt wurde. Es dauert viele Jahre, bis sich das geronnene Blut eines Untoten in solch eine Form verwandelt. Preis 30. Die zahlt uns 250 dafür, die Hexe am Graurindeplatz. Naja. Schön, schön. Ja? Ja. On my way. Aber Arno, das ist so ein Aasfresser. Und der ist dick. Oh, der ist aber. Ja, das war Bialas Steinvorrat. Fast tot. Wow, das war. Oh je. Was hast du jetzt alles? Ich will es gar nicht wissen. It's nice to be needed. Time to problem solve. Was für Schwierigkeiten hast du? Sehe ich das eigentlich hier irgendwo? Charakterbogen. Er ist betäubt. Okay, das wird sich lösen. Hier. Auflösend. Gift und Säureschaden. Ah, ja. Dir geht's nicht mehr gut. That seems like the place to be. Hui. Aber wir können da jetzt mit Dringil auch was zaubern, was dir hilft, gell? Hand der Gnade. Auf Helgenhaar. Ah, genau. I'm always ready. Das musst du auch unbedingt mal lernen, Liebes. What do you need? Haben wir noch was hier? Das heilt ein bisschen. Ja, sehr gut. So, dann geht's mit Helga noch ein bisschen weiter, denke ich. Yeah, I'll do it. Der Wurm war echt heftig. Here we go again. Why not? Time to problem solve. Oh, was, wie, wir werden das? Scheiße, ich hab grad Trinkiel am Willen angreifen. Entschuldigung. Whatever you say, I go. What do you wish? Are you certain? Die machen genau das, was ich sage. Trinkiel, hör auf damit. Be needed. Of course. Da kannst du schießen. Dance. Level up für Biala. We'll find a solution. Ja, hier forschen und Ausnahmetalent und deine Wobei Stabschleuder wohl eher. Das ist ja das, was du
mehr brauchst. Zauber. Das Hand der Gnade hast du gar nicht, was Dringil hat. Gruftöffnung, Ghoul, Feuerball klingt gut. Gundemunds frostige Fingerspitzen und Blutbecken. Und hier Wespenangriff. Oh, machen wir Sprung. Ich mache jetzt hier keine Wissenschaft aus diesem Level ab. I'll go wherever I'm needed. So, da waren wir schon. Also, ja, wir haben es ja größtenteils schon gesichert, das Gebiet, aber eben noch nicht komplett. Kommt mal daher. Ja, schön ein paar Steine zu finden. Okay, Attacke. Here we go again. What do you wish of? Let's see. So. Yeah. You've got this coming. Gut. Das wird gehen. Jawohl. Konzentriert euch auf einen. It's nice to be neat. Here we go again. Weg freiräumen. Ist der Weg jetzt frei? Ach, ich habe im östlichen Bereich eine Gruppe und im südlichen. Okay, also ich muss dann wahrscheinlich westlich und nördlich auch noch machen. That seems like the place to be. Das ist nichts Neues. Das auch nicht. Yeah, on my way. So, Süden, genau. Dann geht's hier in den Westen. Of course. Also. It's nice to be needed. Du greifst da an und du auch. Den komischen Wurm würde ich mal lassen. That seems like the place to be. Das will ich nicht. Aber ein Wegpunkt. Ja. Time to problem solve. Go ahead, as you say. I'm agreed. Okay, also du greifst hier an. Yes. You're in my way. Du a bear auch. Would be like so and like so. So, und jetzt greifen alle diese Spinne hier an. Let's dance. Sie ist groß, aber auch tot. Das schafft ihr. Gut. Und die, die schießen können, machen das. Gut. I'll go wherever I'm needed. Ja, Helgenhaar und seine Verwundungen. Oh, wer bist du? Gershom. Mit einem verwundeten Tank möchte ich dich jetzt nicht ansprechen. Wir gehen uns mal ein bisschen in der Nähe von Arnulf ausruhen. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Aber noch ist Helgenhaar fit genug, dass ich einen nächtlichen Überfall zu überleben glaube. Ja, sehr gut. Why not? Dann kannst du ihn gleich nochmal heilen. I'll do it. Okay, das ist noch für Arnulf. Here we go again. Ja, da geht er mal weg. Let's see. It's nice to be. You've got this coming.
I'm always ready. This ends now! Yeah? Let's dance! So. It's nice. On my way. Wieder das übliche. Cool. Knochen und Gold. Und? Ach, die Spinne da hinten. Das ist egal. Also eigentlich... Ja gut, die nervt noch, aber die müssen wir ja nicht angehen. Die Spinne da unten. Die können wir noch weghauen hier. Time to problem solve. Ich denke, Arnulf, der Weg ist frei. Was sagst du jetzt, hm? Do not waste my time. Wie ich sehe, habt ihr diesen strauchelnden Leichen eine ordentliche Tracht Prügel verpasst. Fantastisch. Ich war schon fast dabei, zur Hauptstadt zurückzukehren. Was verdammt schade gewesen wäre, das kann ich euch sagen. Wie dem auch sei, ich habe euch eine Belohnung versprochen und niemand, weder Zwerg noch Elf, soll sagen, dass Arnulf nicht hält, was er verspricht. Hier, ein paar Münzen für eure Mühen. Nehmt ruhig auch diese Schleuder. Sie hat mir bestimmt schon ein Dutzend Mal das Leben gerettet. Ihr müsst manchmal etwas aus der Ferne heranholen oder etwas Hässliches und Mörderisches aus der Ferne abschießen. Nun, mit der hier könnt ihr beides tun. Ich danke euch. Sie wird mir auf meinen Reisen bestimmt nützlich sein. War mir ein Vergnügen. Ah ja, Waren begutachten. Yes. Ja. Das ist das Handelsmenü. Was können wir ihm denn abkaufen? Kuss des Succubus. Ein einzelner Pfeil. Aha. Ein Goldstück. Naja. Jede Menge Rezepte. Aha. Runder Stein. Ja. Gut, ich gehe es jetzt nicht durch, aber da wäre was, was man benutzen könnte. Schließen. Ich hätte jetzt die Steine, die hast du. Ach so, 57 haben wir da. What do you wish die of me? Müssen zu dir. So. Ach so, yeah. Schleuder. Was hat er uns noch da gegeben? Charanga-Schleuder. Yes. Du hast eine Stabschleuder, Gewicht 3. Die andere ist quasi gewichtslos. Grundpreis, die andere ist billig. Hiebschaden. Sie ist schneller, macht mehr Schaden irgendwie. Reichweite aber geringer. Naja, es ist egal. Jetzt gucken wir uns noch kurz hier deine Level-Ups an. Hm. Zwielichtige Geschäfte gebe ich dir mal. Waffen. Naja. Das volle Bogenprogramm. Whatever you say. Helgenhaar bekommt Feilschen und Überzeugen. Er kann handeln als Zwerg. Er ist ein erfahrener Krieger. Und hier. 1, 1, 2, 1, 2. Fertig. Achso. Hier. Komm, mach das. What is your wish? Und du bekommst hier Braun und Trocknen nochmal. Verstecken und Schleichen, Gegenstände platzieren, Waffen, auch den Bogen und hier nochmal auf die Augen. So. It's nice to ich weiß, da unten war einer, mit dem wir auch hätten reden können. Becken des Schreckens. Pfad des Unheils. Aber das mache ich jetzt nicht, denn wir haben noch zwei Quests abzugeben. Beziehungsweise abzuholen. Wir gehen zuerst zum Graurindeplatz, wenn uns das erlaubt wird. Aber wir sehen hier schon, die trostlose Ebene wird geladen. Es ist irgendwas unterwegs passiert. Du wurdest auf der Straße nach Graurindeplatz angegriffen. Verteidige dich. Genau, habe ich vor. Pause. Wer bist denn du?
Ein Barbar macht hier Stress, ey. Let's dance! Yes? Komm. Baller ihm einer. Ja, man kann auch einen Wolf herbeirufen. Time to problem solve. Der da kommt jetzt wohl. Nee, der da erstmal. Ey, der haut unsere Wölfe tot. Aber so ist es, von einem fremden Wolf gebissen zu werden, du Barbar. Ja? Yeah. You've got this coming. Oh, der ist mit Rückenschmerzen gestorben. So wie das aussah. Oh, wir finden aber einige Tierfelle und stachelige Keulen. It's nice to be needed. I'll do it. It's nice to have loot. Ich möchte gerne immer noch. Oh, wir sind kurz vor den Toren Iselpreis angegriffen worden. Zum Gaurindeplatz. So, dann schaffe ich die Helden mal ins Hexenhäuschen. Und dann sprechen wir mal mit ihr. Warte mal, lauf doch nicht weg. Hello. Hello. Hier, dein Blutschaumstein. Oh, wundervoll. Hey, seht mal, wie er vor Lebenskraft funkelt. Naja. Wie versprochen habe ich eure Belohnung von 250 Gold und dazu ein paar meiner Lieblingstränke für euch bereit. Das sollte reichen. Danke, Großmütterchen. Bitteschön, Liebes. Auf Wiedersehen. Gong. Wir bekamen, das ist eine ganze Menge hier, Trank des Eifers, Trank der Standhaftigkeit, Heiltrank, jede Menge Erfahrung und natürlich die versprochenen 250 Goldstücke. So, und jetzt schaffe ich die Helden mal zurück zum Amboss-Zwerg, der unseren Siegelring fertig hat. Da sind wir. Ja. Ho, nochmal, Dringil. Also, was darf sein? Habt ihr meinen Ring schon fertig? Ei, da seid ihr. Kommt zurück, sofort. Was? So, wieder zu Veliandrik. Was? Der König nervt. Ja, das ist es. Ein Siegelring, der für den letzten Adligen des Hauses Espen gefertigt wurde. Tragt ihn voller Stolz und versiegelt Briefe besonders stilvoll. Aha. Plus Hinz auf Feilschen und Überzeugen. Aber die würde Dringil auch anlegen, ha? Huh? So. Ah, wir gehen mal noch zum König. Ich bin jetzt neugierig, was der König wollte. Aber, Szene. Hier, eine Nachricht für euch, Lord Espen. Wow, man nennt mich jetzt schon Lord. Und Hamlin, ihr solltet es euch wirklich nicht zu Kopf steigen lassen. Ein Adliger zu sein, ist im Großen und Ganzen schlimmer als die Alternative. Und der Bote, an das geschätzte und frisch gebackene Oberhaupt des Hauses Espen. Hiermit lade ich euch herzlich ein, unverzüglich der Hofzeremonie beizuwohnen, wo ich euch vor aller Augen die höchsten Ehren erweisen werde. Säumt nicht, König Veliandrik. Das klingt irgendwie falsch. Es klingt irgendwie falsch. Ah, Noblesse oblige, hier eine Kleinigkeit für die gute Arbeit. Danke, mein Lord, einen schönen Tag noch. Gruppengier um 2 gesenkt durch diese milde Gabe und Gruppenruf um 1 verbessert. Sieh an, sieh an. Also, ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass Herr König uns die höchsten Ehren erweisen möchte, aber wir gehen noch hin. Das machen wir noch. Komm, auf zum König. Also ich glaube, ja, Herr König wird uns aufs Kreuz legen. Das wird alles nicht so ausgehen, wie das in Aussicht gestellt wurde. Ah, Lord Espen, ihr seid endlich da. Beeilt euch, König Veliandrik wartet auf euch im Thronsaal. Warum diese Eile? Das wird seine Majestät mit euch besprechen müssen. Können wir weitergehen? Na gut. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Seine königliche Hoheit, König Veliandrik. Lords, ladies, I know that our dispute with Daron Gould has weighed heavily on the minds of everyone present.
but you will all be very pleased to hear that a solution is nigh. It is true that these merchants and miners of the south have disappointed me in the manner of a spirited but wayward child. Yet as you know, the crown's mercy is boundless. Lord and ladies. Ich sehe nur eine Frau. Na, egal. Ich weiß, dass unser Konflikt mit Deron Guld alle Anwesenden schwer belastet hat. Aber ihr werdet alle sehr erfreut sein zu hören, dass eine Lösung kurz bevorsteht. Es ist wahr, dass diese Kaufleute und Bergleute des Südens mich wie in der Art eines lebenslustigen, aber eigensinnigen Kindes enttäuscht haben. Doch wie ihr wisst, ist die Gnade der Krone grenzenlos. Heute erkläre ich, dass per königlichem Erlass Lord Dringil eine Gruppe von Diplomaten und anderen weisen Freunden der Krone nach Deron Guld begleiten und feierlich bezeugen wird, dass unser vertrauenswürdigster und berühmtester Diplomat, Herr Gideon Raucher, unserem verblendeten Feind die Hand des Friedens reichen wird. Das kann nur in die Hose gehen. Lord Dringil genießt mein vollstes Vertrauen. Daher soll kein Lord und keine Lady ein Wort gegen ihn sprechen. Now go forth with the royal blessing and the full weight of my authority, brave messengers. Let no one stand in your path, nor lead you astray from your duty. Stand brave and do the good work of Isil Morold, and let a lasting and prosperous peace be the fruit of your noble efforts. Ihr tapferen Boten, geht nun mit dem königlichen Segen und dem vollen Gewicht meiner Autorität. Erlaubt niemandem, sich euch in den Weg zu stellen und euch von eurer Pflicht abzubringen. Bleibt tapfer, vollbringt das gute Werk Isilmerals und lasst einen dauerhaften und gedeihlichen Frieden die Frucht eurer edlen Bemühungen sein. Und ein Adliger ergreift das Wort. Von allen Dingen ausgerechnet ein verdammter Elf. Jetzt ist es klar, dass seine Majestät es nicht ernst meint. Die Adligen von Deron Guld werden ihn zerreißen, wenn er nicht krank wird und schon auf der Reise verstirbt. Und ein anderer. Ich hörte, dass ein Tag in der Stadt einen Elfen um 10 Jahre altern lässt. Und ein anderer. Was für ein Witz. Und der zweite wieder. Warum schickt er ihn nicht einen Obstkorb? Das würde das Gleiche bewirken. Und der erste Adlige wieder. Wahrscheinlich schickt Deron Guld ihre Köpfe in einer Kiste zurück. Und der zweite Adlige. Aber nicht in einer ihrer besseren Kisten. Ha! Oh, das sind solche Schandmäuler. Man möchte sie am Bart hinter sich herziehen. Kapitel 2. Errungenschaft freigeschaltet. Also Kapitel 1 haben wir gemacht. Jetzt werden wir direkt zum Hartholzpass geschliffen. Wo dann Dinge weitergehen. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, noch irgendwas zu tun und einzukaufen und so. Und so ein Obstkorb wäre ja eigentlich eine gute Idee gewesen. Oha. Augen auf, Männer voraus. Is everyone gathered then? Can you all hear me? Good. Wer Gude sagt, sind jetzt alle hier? Können mich alle hören? Gut. What is this outrage? I'll have you know, I am an official emissary of King Velianric, traveling on His Majesty's urgent business. You had best take your banditry elsewhere. Go rob some merchants or something. Und Raucher, der uns schutzbefohlene Diplomat, ergreift sehr undiplomatisch das Wort. Was ist das für ein Aufruhr? Ihr solltet wissen, dass ich ein offizieller Abgesandter von König Velianric bin, der in dringenden Angelegenheiten Ihrer Majestät unterwegs ist. Übt lieber eure Banditenangelegenheiten irgendwo anders aus. Überfallt ein paar Händler oder so. Ah, but we are no mere bandits, my lord. We represent a much greater power. Und Vergul sagt, oh, aber wir sind keine einfachen Banditen, mein Lord. Wir repräsentieren eine viel höhere Macht. What are you? Ambushing travelers on behalf of Deron Guld? Because that is exactly where we're headed. Und Raucher, überfallt ihr etwa Reisende im Auftrag von Deron Guld? Denn genau dahin sind wir unterwegs. Und der Gule, Schluss damit! Wir sind keine Diebe. Wir sind wegen euch hier, mein Herr. Legt eure Waffen weg, kniet vor uns nieder und ich biete euch einen schnellen Tod. Sure, I'll lay down my arms.
Right into your skull. Und Helgenhaar erfasst die Situation vollständig und sagt, sicher, ich lege meine Waffe nieder, direkt in euren Schädel. Trinkiel fragt, wie unterscheidet ihr euch nochmal von Banditen? Banditen töten des materiellen Gewinns wegen. Wir gehorchen einer höheren Macht. Und Trinkiels Entgegnung, richtig, aber warum wollt ihr alle töten? Our God demands it. There will be no peace until Velianric is thrown down and the Silmarad fallen. Das gebietet unser Gott. Es wird keinen Frieden geben, bevor Velianric gestürzt und Isilmarald gefallen ist. Also, mit Dringil könnte man sich auf das erste Jahr sogar noch einigen. Jetzt, da Velianric ja Dringils Geburtsrecht offiziell anerkannt hat, aber die konfiszierten Ländereien nicht wieder rausrückt, kann man sich ja durchaus darauf einigen, dass Velianric gestürzt werden muss. Und ein anderer König, der dann die Macht ergreift, Dinge vielleicht anders sieht und regelt, aber... Wenn Isilmarald fällt, das Reich, zu dem Dringils Lordschaft gehört, ist es natürlich irgendwie alles schlecht. That is not how one goes about achieving peace, sir. Believe me, negotiation and compromise is my life's work. Und ich glaube, Raucher hat die Situation noch nicht ganz erfasst, denn er sagt, so erreicht man keinen Frieden, mein Herr. Glaubt mir, Verhandlungen und Kompromisse sind mein täglich Brot. Silence! It's a pity you will never witness the world that is to come. But it cannot be helped. Shoot. Und Vergule beschließt die Unterredung mit den Worten, schweigt. Schade, dass ihr die kommende Welt nicht erleben werdet. Aber das lässt sich nicht ändern. Schießt. Ja, das... Proper channels... Ja, Rauche haucht sein Leben aus. Ich, Frechheit, Hust, Dienstweg. Was, wie kommst du jetzt auf Dienstweg? He's dead. Now to the rest. Kill every last one of them. Aha. Rauches letztes Wort war Dienstweg. Naja, ein Beamter halt. Und Vergul sagt, er ist tot und jetzt die übrigen. Tötet jeden einzelnen von ihnen. Auch die Pferde, das ist Tierquälerei. Gong. Das sind aber viele. Ah ja, hier, du bist Obermagier. Yes. Und du kannst uns irgendwie... Was kannst du uns denn geben? Unerträgliche Hitze, Severins Strahlen. Okay, Vergul hat ja gar nichts drauf. I'm always ready. Kannst du denn noch irgendwie... Nein, kannst du nicht, ja? Hier. I'm listening. Time to problem solve. Yeah? Attacke. You've got this coming. What do you wish of me? Der ist fast tot. Okkultisten, alles klar, der Namenlose ist unterwegs. It's nice to be needed. Here we go again. So? Why not? Time to problem solve. Ja, nu, Tringil. Wehre die Kultisten ab. Ihr werdet es überleben, hoffe ich. Ja, ich glaube, bis auf unseren obersten Diplomaten haben wir niemanden verloren. Oi, oi, oi. Ja, also, wir finden hier ein Dokument, Nachricht des Königs. Ach, das ist die, die Rauche dabei hatte, glaube ich. Heiltrank. D-
Vigil möchte natürlich wissen, was der König eigentlich geschickt hat. Sehr geehrte Lords, Ladies und Rebellen gegen die Krone von Isilmarald. Ich, König Veliandrik, reiche euch meine offene Hand in einer Geste des Friedens zwischen unseren Städten, auf dass unser Volk nicht länger leidet, unser Eigentum nicht länger brennt und unsere Schätze einem besseren Zweck dienen als der Förderung von Gewalt und Chaos. Schicke ich meinen Diplomaten Raucho, um mit euch zu verhandeln, gemeinsam mit dem neu ernannten Lord Dringil. Der junge Lord dient als Nachkomme des verstorbenen Lord Espen. Ich vertraue darauf, dass er Lord Espens guten Ruf für Gerechtigkeit und Ehrlichkeit gerecht wird. Bitte akzeptiert ihren Rat als die Stimme der Krone. Hiermit verkünde ich die folgenden Bedingungen in der Hoffnung auf einen dauerhaften und fruchtbaren Frieden. Deron Guld wird alle Truppen entwaffnen und auflösen. Das ist unannehmbar. Erfüllung aller ausstehenden Steuern, die der Krone während der Feindseligkeiten vorenthalten wurden. Und eine neue Abgabe von 20% für Deron Guld auf Roherträge aus allen Quellen, zusätzlich zu den zuvor erhobenen Steuern. 75% des Roherzes sollen zur Verfügung der Krone in die Hauptstadt verschifft werden. Und von den Adligen des Kriegsrates sofortige Übergabe der Hälfte aller Ländereien an die Krone, wobei die Länder von mir persönlich oder von einem zu dieser Aufgabe ernannten Verwalter ausgewählt werden. Aha, also die bessere Hälfte auch noch. Diese Punkte sind nicht verhandelbar, können weder geändert noch abgelehnt werden. Sobald ihr die bedingungslose Zustimmung zu diesen Bedingungen übermittelt, habt ihr mein königliches Versprechen, dass euch keine Strafe erwartet. Mögen wir gemeinsam in eine bessere Zukunft schreiten. Ihr als Diener, ich als Herr. Auf Ewigkeit euer erhabener und absoluter Herrscher König Veliandrik. Also wer genau hat ihn eigentlich bei der Formulierung der Bedingungen und des Wortlauts dieses Schreibens beraten? Na, Diplomaten können es nicht gewesen sein, glaube ich. Das müssen einzig und allein die Stadtkämmerer gewesen sein. Wobei, so wie ich Veliandrik einschätze, braucht er keine kaufmännische Beratung, um solche gierigen Klauseln aufzusetzen. Eieieiei. Was haben wir hier? Ein edler Mantel. Ja. Und ein unheilvoller Granatstab. Na gut, an dieser Stelle soll das angespielt von Black Geezer, Couriers of Darkness, beendet sein. Und ja, ich habe der Fazit aus der Episode 4, als ich ja eigentlich zuerst Schluss machen wollte, nichts mehr hinzuzufügen. Dann habe ich aber dazu entschieden, dass ich nochmal weitere 4 Episoden spielen soll. Habe ich gemacht. Und ja, so langsam kommen die Dinge ins Rollen. Das ist unübersehbar. Und das Spiel macht Spaß. Es hat eine spielmechanisch große Tiefe, wie ich finde. Auch das User-Interface möchte ich noch mal ein bisschen hervorheben. Das habe ich bisher nicht so getan. Aber so das Dialoge vorlesen, das ist alles sehr klar, wer hier was sagt. Und kann man gut lesen und so. Das passt alles sehr gut. Das mit diesem Gruppenlevel hat mich überrascht. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es das hier gibt. Auch eine sehr schöne Mechanik. Und ja, man müsste sich viel tiefer einarbeiten in das, was die einzelnen Helden und Heldenklassen hier so mitbringen und was man da machen könnte. Dringil ist für ein komplettes Gewirrplay von Black Geezer sicherlich nicht der richtige Charakter. Zumindest dann nicht, wenn man die Welt nicht durch lauter gierige Entscheidungen ins Chaos stürzen möchte. Merit wäre vielleicht hier der Richtige. Oder, was ich mir gut vorstellen könnte, eine völlig neue Person, ein völlig neues Alter Ego, was bisher noch nicht großartig in Erscheinung getreten ist. Denn ich bin also ein großer Fan von Alchemie und Kräutern und so Kram in Spielen. Und da bietet Black Geezer doch einiges. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht dann mal eine Figur zu spielen, die eben ja ihren Tag größtenteils damit verbringt, irgendwelche Insekten im Mörser zu zerstoßen und daraus irgendeine wohlriechende Paste zu mischen. Na, so in die Richtung. Aber das steht im Moment nicht zur Debatte. Ich könnte mir ein komplettes Gewirrplay vorstellen, würde dann aber nochmal neu anfangen, wie gesagt, mit einem anderen Charakter. Aber im Augenblick ist dazu nicht die Kapazität bei mir vorhanden. Und es ist ja auch immer eine Frage, was man als Let's Player spielt. Denn eine Episode vom Spiel X zum Let's Play oder eine Episode vom Spiel Y zum Let's Play ist letztlich die gleiche Arbeit. Und wenn das Video vom Spiel X dann viel mehr Zuschauer bringt als das Spiel Y, dann muss man auch als kleinerer Let's Player abwägen,
Ich finde, Black Geyser fliegt unterm Radar, leider. Die Spielbewertung, die es bekommen hat, ist jetzt auch nicht die allerbeste. Wenngleich man natürlich sagen muss, die ist zu einem Zeitpunkt passiert, als viele Gigabyte-Patche noch gar nicht da waren. Patches. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das Spiel ist ja sehr stark weiter gepatcht worden, sodass ich glaube, dass tendenziell alles, was man in einer Spielebewertung der Release-Version vielleicht bemängelt hat, was rein technischer Natur war, dass das mittlerweile behoben ist. Natürlich, das Spiel ist jetzt nicht grundlegend anders und neu. Die Grafik wird sich nicht mehr ändern, aber ich finde die jetzt nicht so schlecht. Also, Drinkier steht da, die Rüstung funkelt, der Bogen funkelt. Es ist halt ein eigener Grafikstil, aber mal ehrlich, Baldur's Gate sieht anders aus, aber nicht besser. Also Baldur's Gate 1. Baldur's Gate 2 habe ich noch nie gespielt, da kann ich nichts zu sagen. Baldur's Gate 1 erfreut sich großer Beliebtheit, Black Geyser nicht. Kann man es ungerecht finden. Und es ist auch ungerecht garantiert. Also, ja, ich finde das Spiel gut und würde von euch gerne wissen, wer von euch wird das Spiel denn jetzt, nachdem er die 8 Episoden angespielt von mir gesehen hat, sich zulegen? Und war vorher, bevor er sich das hier angeschaut hat, noch nicht davon überzeugt, sich das Spiel zu kaufen, weil er das Spiel noch gar nicht kannte oder weil er einfach vorsichtig noch nicht genau wusste, was hier ihn erwartet? Und wer, genau andersrum, hat denn in Erwägung gezogen, das Spiel zu kaufen und ist jetzt durch das, was ich hier präsentiert habe, von dieser Entscheidung abgerückt? Das würde mich interessieren. Und für diejenigen, die dieses angespielt sehr viel später sehen, es wird ja theoretisch ewig auf YouTube verfügbar sein, also wenn ihr, liebe Spieler, liebe Zuschauer, das hier seht und es ist nicht mehr Anfang Juni 2022, wann ich das hier gerade aufnehme, sondern viel, viel später und ihr habt es euch geholt, das Spiel, und habt es gespielt, dann könnt ihr doch gerne mal hier drunter nochmal kommentieren, was sich denn grob alles noch geändert hat. Also ob das Spiel hier, das ich jetzt gerade zeige, im Zustand Juni 2022, ob es das ist, was ihr auch gespielt habt oder ob diese ganzen Patche, die da noch kommen werden, ob die das nochmal weiter aufpolieren und was da dann da so die größten Änderungen sind, ob es dann mittlerweile DLCs gibt und so weiter und so fort. Das würde mich dann auch später noch interessieren. Ich behalte das Spiel auf dem Radar und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich euch, liebe Gewirrlinge, wieder mal frage, was ich als nächstes jetzt playen soll, wenn sich mal wieder was anbietet, ein Slot öffnet, ein Slot frei wird, dass ich dann in die Auswahl auch Black Geyser mit aufnehme und dann liegt es ja an euch, ob ihr dem dann eure Stimme gebt oder nicht. Hier ist mit diesem angespielt jetzt auf jeden Fall Schluss und ich bin weg.